Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es darum, wenn du eine Ferienimmobilie suchst, insbesondere in Portugal oder auf Madeira, dann ist dieses Video das Richtige für dich und unbedingt bis zum Ende anschauen. Hier gibt es einige Tipps und Tricks und Hilfe. Viel Spaß beim heutigen Video. Ciao, ciao. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, das heutige Video geht darum, wenn du eine Ferienimmobilie suchst, bist du im heutigen Video richtig. Ich bin hier gerade im W auf Bali, ist der zweitletzte Stopp auf unserer Honeymoon-Reise. Wir machen hier noch 9 Tage auf Bali, haben ja quasi eine Nacht schon verbracht und sind jetzt hier 2 Nächte, bevor es dann weitergeht, nach Ubud. Also es gibt verschiedene Stationen, wir wollen uns ein bisschen mehr anschauen und deswegen bleiben wir überall nur 2 Nächte, bevor es dann nach Singapur geht und dann zurück in die Schweiz. Jo, worum geht's heute? Also, ihr kennt meinen Kanal inzwischen fast 4 Jahre. Im Dezember wird der Kanal 4 Jahre alt und ich habe euch hier immer wieder Tipps und Tricks gegeben, wenn ihr selber in Immobilien investieren wollt. Meistens mit Fokus auf meine Immobilien und meine Erfahrungen aus Osnabrück und dann natürlich Dachgeschossausbau hier, Gewerbeeinheit dort und wie kaufe ich die besten Immobilien und wie kann ich mein Portfolio wachsen lassen. Trotzdem habe ich natürlich auch in Osnabrück schon Airbnb und Kurzzeitvermietung gemacht, aber auch auf Madeira habe ich ja, wie ihr wisst, ein Haus und eine Wohnung, also auch Erfahrung quasi in der Kurzzeitvermietung auf Madeira und im Fix und Flip. Und deswegen möchte ich euch hier heute im Video wirklich mal anbieten, meinen Service in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn du eine Wohnung auf Madeira oder in Portugal suchst, und natürlich gegebenenfalls sagst, hey, ich suche hier einen Hybrid. Viele Leute suchen ja nicht die eine Wohnung, das eine Haus, um selber dort zu leben, sondern wohnen irgendwie noch in Deutschland oder in der Schweiz, in Österreich, wo auch immer und sagen, ich möchte gerne eine Ferienimmobilie haben, sei es eine Wohnung oder sei es ein Haus, das sich von selber abbezahlt und dann selber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen im Jahr, je nachdem wie viel Urlaub du hast, das Ganze nutzen, sodass du selber quasi gratis Urlaub machen kannst und sich die Immobilie von selbst abbezahlt. Das geht aktuell auf Madeira ohne Probleme. Ich habe letztes Jahr im November eine Wohnung gekauft, habe die selber renoviert. Die wäre aktuell irgendwo ein 9%er. Gekauft habe ich die natürlich in der Kurzzeit, sagen wir mal, wo die Zinsen bei über 5% waren in Madeira. Ich bin, glaube ich, mit 5,1% gestartet. Inzwischen gab es ja mehrere Zinssenkungen. Inzwischen bin ich da auf 4,1% runter und wahrscheinlich geht es noch mehr runter. Das heißt also, umso mehr der Leitzins sinkt auf Madeira und in Portugal überhaupt, wird ja fast 90% variabel finanziert. Klar, es gibt immer wieder Angebote, aktuell um 3, 3,5%, wenn man das Ganze für 10 Jahre festschreibt. Das würde ich dir wahrscheinlich auch empfehlen, wenn du dich für eine Immobilie auf Madeira entscheidest. Aber ich möchte erstmal hier im Video nochmal erklären, was sind denn wirklich die Vorteile und was kann ich dir an Erfahrung bieten. Also Erfahrung, ich komme seit 3,5 Jahren regelmäßig nach Madeira und schaue mir seit 3,5 Jahren den Immobilienmarkt auf Madeira an. Ich habe Idealista in der Suche und jede einzelne Immobilie, die neu reinkommt, das heißt also nicht irgendeine Wohnung, nicht irgendein Haus, alles, was auf der gesamten Insel reinkommt, kriege ich täglich als neue Push-Notification, um zu schauen, ist es denn interessant, hat mal wieder jemand seinen Preis gesenkt, hat jemand seinen Preis nach oben korrigiert, was in der Regel selten vorkommt, meistens senken ja die Preise. Ich habe natürlich auch den Mietmarkt im Blick, ich miete selber, ich vermiete selber, das heißt also, ich habe auch den Mietmarkt sowohl auf der Insel als auch in Funchal insbesondere im Blick und kann dir sagen, was bekommst du wirklich für eine Miete? Nicht irgendein Makler, der zwingend seine Wohnung verkaufen möchte oder sein Haus und dir sagt, hey, wenn du das verkaufst, kriegst du so eine hohe Miete garantiert, sondern du kriegst hier reelle Werte, mit denen du auch wirklich rechnen kannst, in der Kurzzeitvermietung, aber auch in der Langzeitvermietung. Und dann hat es natürlich noch den Vorteil, erstmal überhaupt fragst du dich natürlich, okay, was kostet das denn, Dennis? Und da muss ich wirklich sagen, es kostet dich nichts. Das heißt also, wenn ich dir dabei helfe, dass du hier die richtige Immobilie findest, ist es so, dass ich eine Firma dafür in Gründung habe, die quasi die Provision teilt. Das heißt, auf Madeira bekommt jeder Makler für den Verkauf vom Verkäufer 5% Provision
plus Mehrwertsteuer, also 22% aktuell, was dann circa 6,1% sind. Die zahlt er aber an den Verkäufer. Wenn ich jetzt komme und als dein Vermittler auftrete, man nennt das immer, der eine hat den Seller's Agent und einer den Buyer's Agent, also einer betreut den Käufer und einer betreut den Verkäufer, dann ist es natürlich so, dass ich da variabel bin. Das heißt, also wenn du sonst an eine Immobilie rantrittst und sagst, hey, die möchte ich mir gerne anschauen, und der Makler sagt, oh, tut mir leid, die habe ich ganz günstig angeboten, damit ich mehr Kunden gewinnen kann, aber die ist leider schon weg, aber dafür habe ich die anderen 5 im Angebot, zeigt er dir natürlich nur die 5, die er im Angebot hat, die er schon lange eventuell sitzen hat, die er nicht los wird und die er dir schön redet, damit er da seine vollen 6% bzw. 5% netto bekommt, weil er ist dann natürlich Verkäufer und Käufersagent gleichzeitig. Wenn du jetzt dahin kommst und ich kann dir jegliche Immobilie, die von einem normalen Makler verkauft wird, der seine Provision teilt, und das tun eigentlich alle, weil es immer noch ein Verkäufermarkt ist, wo wirklich das Angebot größer ist als die Nachfrage, und deswegen wird hier immer noch die Provision regelmäßig geteilt, und die sind alle froh darum, wenn sie überhaupt etwas verkaufen, und deswegen teilen sie auch gerne die Provision, weil sie sagen, lieber 2,5% von etwas als 5% von gar nichts. Aber natürlich, wenn du zu ihnen kommst, bieten sie dir immer erstmal nur die Immobilien aus dem eigenen Portfolio an, und das ist ganz egal, bei welcher Maklerkette sie hängen, ob sie selbstständig sind oder was auch immer. Ich bin quasi in dem Vorteil, ich brauche meine Zeit nicht für die Akquise verwenden, dass ich hier von Tür zu Tür gehe und sage, hey, ich habe hier die Nonplusultra-Channel für euch und ich verkaufe euch die Immobilie zu Mondpreisen, dass ihr möglichst viel Geld bekommt. Nein, ich gucke mit dir vorher, A, was ist der richtige Standort für dich? B, welches Budget möchtest du überhaupt ausgeben? C, welche Rendite möchtest du dabei erwirtschaften? D, ist es ein Hybrid, ist es eine Eigennutzung, ist es nur ein Renditeobjekt? Oder was planst du eigentlich mit der Immobilie hier? Und warum soll es gerade Madeira eigentlich sein? Und welche Lage ist die richtige? Wenn wir all das richtig rausgefunden haben, dann denke ich, können wir die für dich passende Immobilie finden. Und später im Video gebe ich dir natürlich noch ein paar Punkte, warum ich denke, dass aktuell ein Investment auf Madeira weiterhin lohnenswert ist. Und wenn du also mit dem Gedanken spielst, auf Madeira eine Immobilie zu kaufen, komm jederzeit gerne auf mich zu. Schreib es mir hier in die Kommentare. Schreib mir eine E-Mail an immoincubator@gmail.com, und dann können wir schauen, wie wir zusammen für dich die richtige Immobilie finden. Wie gesagt, Kosten tut das für dich so erstmal nichts, sondern du hast wirklich nur den Vorteil, dass ich quasi auf das gesamte Angebot schauen kann und nicht limitiert bin, weil ich für die eine oder andere Agentur arbeite oder weil ich irgendwo einen Vertrag mit irgendeinem Verkäufer habe und deswegen ja versuchen wollen würde, dir nur das zu verkaufen, was quasi in meinem Portfolio ist. Zusätzlich hast du natürlich den Vorteil, ich bin hier über 3,5 Jahre online. Ich hätte also irgendwo auch ein bisschen einen Ruf zu verlieren. Und wenn du dich hinterher hier beschwerst und unter meine Videos schreibst, Mann, der hat mir hier den letzten Scheiß irgendwie vermittelt, dann ist das auf jeden Fall nicht mein Ziel, und da hätte ich auch nichts von. Und dafür wäre mir wirklich diese kleinen 2,5% Provision dann doch wieder zu schade. Das heißt, ich würde mit dir mit Sicherheit vorher das Ganze anschauen und auch wirklich schauen, ist das realistisch, sind die Unterlagen korrekt, passt das? Und ich würde natürlich auch, wenn ich dann mit dir besichtigen war oder jemand von mir, der mit dir besichtigen geht, hinterher diskutieren, was sind die Punkte, warum wir hier nachverhandeln können. Hat die Wohnung entweder Schimmel, hat die nicht die richtigen Quadratmeterangaben, was hier ganz häufig der Fall ist, ist die Miete, die entweder aktuell aufgerufen wird oder die der Makler dir angibt, dass du sie Langzeit ohne zusätzlichen Aufwand erreichen kannst, realistisch? Ist die Kurzzeitvermietung realistisch? Ist auch die Auslastung, die man dir dann erzählt, wow, wir haben immer 80%, 90%, 100% Auslastung, ist die wirklich realistisch oder ist das auch alles übertrieben, einfach nur um die Immobilie an dich zu verkaufen? Ist das, was noch gemacht werden muss, was renoviert werden muss, realistisch im Zeitrahmen und im Budget? Auch da habe ich natürlich selber Erfahrung sammeln müssen, dass es meistens teurer wird, als man denkt, und dass es meistens länger dauert, als man denkt. Und dementsprechend bin ich da jemand, der auf jeden Fall eher pessimistisch für dich kalkuliert, damit du hinterher mit einem noch besseren Gefühl rausgehst, wenn wir dann das Ganze quasi besser entwickelt haben, als du von Anfang an angenommen hast. Vielleicht noch ein paar Informationen für dich. Also wenn du wirklich auf Madeira investieren willst, wäre es in der Regel sinnvoll, wenn du mindestens 20, besser 30% Eigenkapital mitbringst. Das heißt also, wenn du
eine Wohnung für 300.000 oder ein Haus für 500.000 kaufen willst, solltest du entweder 60 oder 100.000 Euro schon haben. Wenn du die nicht hast, heißt das auch nicht, dass es gar nicht geht, sondern eher, dass du dann schauen musst, wenn du Immobilien in Deutschland hast, A, möchtest du die eventuell verkaufen, dann kann ich da natürlich auch bei helfen. Das heißt, du gewinnst dann etwas durch den Verkauf in Deutschland. Ich habe schon Leute gehabt, die hier angefragt haben, sagen, wir möchten gerne ihre Wohnung da verkaufen, auf Madeira dann etwas kaufen und das Geld quasi reinvestieren. Oder du sagst, hey, da ist etwas abbezahlt, ich habe ein Haus, was abbezahlt ist. So kann man natürlich auch auf Deutschland, in Deutschland quasi finanzieren, zu in der Regel besseren Konditionen, das Haus, die Wohnung in Deutschland als Sicherheit geben. So kommen dann die Sparkassen, Volksbanken oder auch andere Banken in Frage, die dir dann das Geld geben, womit du in Madeira noch besser verhandeln kannst. Aber wenn du ganz normal noch angestellt bist, so wie ich auch, kann man natürlich auch auf Madeira eine Finanzierung bekommen. Aktuell irgendwo zwischen 3% und 4%, je nachdem, ob du festschreiben lässt oder ob du variabel finanzierst. Und ansonsten gibt es natürlich auch weitere Möglichkeiten. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, über eine Bank in Deutschland Immobilien auf Madeira zu finanzieren. Wenn du da auf jeden Fall Informationen zu haben willst, auch da kannst du mir hier einen Kommentar dalassen. Und jetzt würde mich das Ganze mal interessieren. Ich weiß, hier gucken auch viele den Kanal, die nicht gerade eine Ferienimmobilie auf Madeira haben wollen. Aber wenn du daran interessiert bist, dann würde ich sagen, lass einen Kommentar da. Ansonsten lass auf jeden Fall einen Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, damit meine Videos immer mehr Leute erreichen, dann abonniere hier unbedingt meinen Kanal, damit du über neue Videos auch als erstes informiert wirst. Jo, und jetzt bleibt mir nur noch einen schönen Abend hier zu wünschen. Was ich noch vergessen habe, ich habe diese Woche am Dienstag eine Zusage bekommen zu meinem nächsten Mehrfamilienhaus Nummer 11, insgesamt mit 15 Einheiten, 9 Wohnungen, 3x Gewerbe, 3x Lagerfläche, 15 Einheiten im Objekt auf einen Schlag und der Notar bereitet gerade den Kaufvertrag vor. Das heißt, ich habe zwar noch nicht die 40 Objekte, die ich gerne möchte dieses Jahr noch gekauft, aber immerhin 15 plus eine einzelne Wohnung, die ist gerade in der Übergabe. Dann wären es immerhin 16, fehlen noch 24. Also wenn du irgendwas hast in Osnabrück oder im Umkreis in Deutschland zu verkaufen, dann melde dich auch unbedingt und gib mir hier Bescheid. Und wenn du hier am Kanal live und aktiv dabei sein willst, wie gesagt, abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, alles Gute, Dennis von Immocubator. Ciao, ciao.